Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Friends, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. I have to say, ihr habt es schon mitbekommen, ich habe erst die Audio-Reaction gerade aufgenommen, weil ich dachte, das Musikvideo kommt jetzt vielleicht nicht mehr online, weil es echt 20 Minuten zu spät kam. No front oder no shame an Shireen, alles cool. Sie hat das Musikvideo innerhalb von 7 Tagen gedreht, geschnitten, hochgeladen. Und das ist voll okay, dass es Problems gab. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, den Song schon gehört. Meine Reaction auf den Song, die First-Time-Reaction, könnt ihr gerne oben im i abchecken. Ist schon online. Aber ich habe da auch gesagt, ich werde ASAP mit euch zusammen das Musikvideo ansehen. Jetzt ist es draußen, ungefähr 20 Minuten später als angekündigt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das war bei allen so. Es war nicht nur bei euch der Fehler, dass es nicht angezeigt worden ist. Und es kam jetzt erst raus. Wenn ihr also meine Reaction auf den Song das erste Mal sehen wollt, oben im i kommt er dazu. Ansonsten jetzt die Reaction auf Song plus Video. Unten in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar findet ihr den Link, wo ihr das Album von ihr vorbestellen könnt. Die Box noch so welche verfügbar. Gönnt ihr euch gerne, Freunde. Da kommt ihr dazu. Ansonsten bin ich jetzt einfach sehr, 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 sehr doll gespannt auf dieses Musikvideo. Sie hat es lang und breit angekündigt, nochmal neu gedreht, weil sie mit dem alten Musikvideo nicht zufrieden war. Wir wissen nur, es hat sehr viel mit Farbe zu tun. Mehr wissen wir noch nicht. Ich bin wirklich gespannt, wie es aussieht. Und ich freue mich darauf, den Song jetzt nochmal zu hören, weil ich ihn halt eben gerade erst das erste Mal gehört habe in der Reaction. Und jetzt einige Lines bestimmt nochmal geiler kommen mit dem Musikvideo. Und wir werden bestimmt auch wieder das ein oder andere Poster am Start haben. Ich freue mich sehr drauf. Falls ihr up to date sein wollt mit den Shireen Reactions, wir werden zu jedem einzelnen Song vom Album eine Reaction machen und auch zu jedem Vlog, der rauskommt. Lasst gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Positive Vibes only hier, Freunde. Also seid gerne willkommen, lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir jetzt rein. Let's go. Ich bin wirklich sehr gespannt. Sie hat uns aber auch auf die Folter gespannt, ich sag's wie es ist. Young Mesh macht die 808. Alles, was ich sage, geht viral grad. So Rapper mit Rücken frech sein, ja, ich darf das. Wochenlang kein Pass zu meinem iPhone. Dann mit deiner Story direkt in den Zeitung. Ich fühle diesen Anfang so sehr und diese Stimmlage. Es ist diese anders nice Stimmlage. Geht's nur mir so? Es ist so eine anders nice Stimmlage einfach. Möchte ich auf deinem Album sein? Du fragst zweimal, ich sag dreimal nein. Doch absagen. Ey, so nice, wie es im Musikvideo auch darstellt. Du fragst zweimal, ich sag dreimal nein. Das fand ich in der Hörprobe schon so geil. Eben, ja, ich darf das. Der Manager darf gerade, dass ich nicht deinen Namen sag. No way. Fuck shaming. Stelle keine Frauen in Schatten, damit sie scheint. Ugly Bitches machen pretty Bitches gerne klein. Aber real bad Bitches lieben bad Bitches, weil ich. Ey, ich liebe es, wie wenn Rapper und Rapperinnen diese eigenen Songs von denen so fühlen. So, wenn sie so in die Kamera das einfach so krass fühlen. Kann das, mein kleiner Ratschlag. Kein Mann in dieser Welt macht dich zum Starschatz. Selbst wenn du ein klein... Friends, hier kann man... Nices Poster. Warte. Poster. Sis. Poster. Türposter. Klassisches Türposter. Stell du die Baby Girl, denn du darfst das. Ob ich darf, ja, ich darf das. Ob ich's mach, ja, ich mach sehr sympathisch im Video. Ich, ob ich's hab, ja, ich hab das Recht, immer zu tun und zu lassen, was ich will. Yeah, ass out, Daisy Duck, keiner sagt mir was. Ich glaube, das Musikvideo zu drehen war so nice. Ich glaube, das war so nice. Haben wir nicht alle diesen inneren Wunsch? Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen weird. Vielleicht bin ich ein bisschen weird. Aber haben wir nicht alle diesen inneren Wunsch, einfach so uns in Farbe und so reinzulegen manchmal? Hey, lass mich jetzt nicht hängen. Ich bin nicht komisch, oder? Das ist doch so dieses Ding, oder nicht? Freunde? Ich darf, bad bitch, gib kein Fuck. Baby, ich bin interessant. Ass out, Daisy Dog, kein... Ey, dieser Beat, das ist so eine nice Melodie. Sag mir, was ich darf. Bad bitch, gib kein Fuck. Baby, ich bin interessant. Das Ding ist, das Musikvideo passt halt auch gut zu dem Shirt, was sie gedroppt hat im Bundle. So, wo halt dieser Abdruck drauf war von ihr. Ich wär bescheuert. Dein Stylisten habe ich letztes Jahr gefeuert. Verteile wieder Körbe in Berlin. Deine Frau will bei meinem Friseur einen Termin. Sie darf das. Long nails mit den White Tips. Wirst du frech, wird dein Mann zu meinem Sidechick. Spiel mit der Figur, so wie Beth Harmon. Meine Dame ohne Bachelor oder Examen. Gewinne jede Misswahl, außer die für Missgunst. Ey, diese Betonungen, ich hab's in der Hörprobe schon gesagt und in den Vlogs schon. Es ist so diese, sie hat eine neue Stimmlage irgendwie. Sie hat so einen ganz eigenen Style, wie sie manche Worte betont. Und das liebe ich. Dieses Bitch, wo sie so hoch geht. Werf ihm mein Höschen zu, so schmeiß ich den Haushalt. Ohne Make-up auf den Cover von einem Klatsch- und Tratschblatt. Aussehen wie eine Barbara, ich darf das. Alle wollen meine Meinung oder Statements. Doch ich mache diese Bitches nicht mehr famous. Ob ich darf, ja, ich darf das. Pay.
Ich mag das Musikvideo auch sehr gerne, muss ich sagen. Es ist relativ simpel gehalten, in Anführungsstrichen. Aber man sieht, sie hatte Spaß dabei. Es war, glaube ich, so ein nicer Musikvideodreh. Ob ich's mach, ja, ich mach das. Ich, ob ich's hab, ja, ich hab das. Recht, immer zu tun und zu lassen, was ich will. Yeah, ass out, Daisy Dog. Keiner sagt mir. Es ist krass, es ist wirklich krass, wenn man das vergleicht. Ihre Entwicklung ist heftig. Innerhalb von ein, zwei Jahren, was sie aus sich gemacht hat, wie sie gehasselt hat. Keine Ahnung, Mann. Ich bin einfach. Sowas macht mich immer stolz, so zu sehen, wisst ihr? Wenn ich wirklich so eine krasse Entwicklung sehe. Und gerade bei ihr. I don't fucking know, butter. Es ist einfach genau das, was ich gerade fühle, was sie ausstrahlt. Was ich darf, bad bitch, gib kein Fuck. Baby, ich bin interessant. Ass out, Daisy Duck. Keiner sagt mir, was ich darf. Bad bitch, gib kein Fuck. Baby, ich bin interessant. Boah, jetzt ist lange Beat-Outro. Ich hab's in der Audio-Reaction schon gesagt. Oh ey, so nice. So nice. Es tut mir echt ein bisschen leid, dass ich erst die Audio-Reaction aufgenommen habe und jetzt den Song quasi schon kannte. Aber wenn ihr meine First-Time-Reaction wollt, wie gesagt, oben im i kommt ihr zu der Audio-Reaction, die wir gerade hochgeladen haben. Ansonsten, Friends, wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung zum Album in der Beschreibung da. Zum Album sage ich schon, zum Song in der Beschreibung da. Das Album könnt ihr vorbestellen, Link dazu in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Und ansonsten bin ich einfach sehr gehypt auf alles, was noch kommt. Wir werden uns jeden einzelnen Song geben, jeden einzelnen Vlog, jede einzelne Hörprobe, weil ich wirklich gehypt bin. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir bekommen haben. Und ich finde, man sieht ihre Entwicklung krass, auch zum letzten Album, oder? Es ist ein neuer Stil. Ich will nicht sagen, dass es nicht mehr Shirin ist, aber es ist ein neuer Stil. Und der passt einfach so unglaublich gut zu dieser Zeit, aber auch zu ihr. Und er trifft einfach genau meinen Geschmack, Mann. I don't know, ich bin stolz darauf, was sie uns hier gegeben hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, was noch kommt. Habt einen wunderbaren Tag. Lasst mal eure Meinung dazu, wie gesagt, in den Kommentaren da. Bis dahin, bleibt fresh und ciao.